brauche einen kleinen Finanzspritz, damit ich hier weiterbauen kann. Das habe ich nämlich irgendwie echt vergessen. Ey, warum baust du denn nicht aus? Dann zahlen wir das Schutzgeld, warum auch immer ich das schon wieder bezahlen muss. Okay, er ist wirklich ziemlich verängstigt, glaube ich. Das Gute ist, in diesem Zustand kann er nicht viel machen. Warum braucht er keine Nahrung? Jetzt kann sich der Rest hier hoffentlich noch ausbauen. Und ich hoffe mal drauf, dass wir jetzt gleich auf den grünen Zweig kommen. Ich muss aber gestehen, dass mit der Nahrung ist mir echt unbegreiflich. Oh, sind alles Pioniere. Ach, jetzt halten sie den Standard anscheinend. In diesem Zustand. Das Ding braucht eh keiner. Ich sag, das hier brauchen sie auch nicht. Wieso haben wir eigentlich keine Stoffe? Ah, der Markt kommt nicht ran. Ich verstehe. Wir hätten das Level halten können. Lassen wir es doch so. Bauen die sich jetzt wieder aus? Kann mir eigentlich auch egal sein. Na, lass mal sich mal entwickeln, mal sehen, was draus wird. Ich kann kein Schutzgeld bezahlen, weil ich kein Geld habe. Aber wir haben schon fast wieder mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Fast wieder eine positive Bilanz. Das ist ja auch schon was wert. Also ist meine Meinung. Ich glaube, ich hole dann noch einen hin, der Nahrung, und Stoffe holt. Damit das einfach ein bisschen mehr wird. Aber eigentlich gerade ein bisschen mehr Tabak wäre vielleicht auch nicht schlecht hier. Aber es wird langsam. Wenn wir dann schon mal auf plus minus null sind. Wir sind sogar schon wieder im Plus. Ah, wusste ich doch. Dass sie diesen Standard nicht ewig halten können. So. Gar nicht so schlecht aus.
Oh ja, es funktioniert. Wenn ich hier jetzt tatsächlich noch anfange, Werkzeuge zu kaufen, dann könnten die sich tatsächlich sogar richtig ausbauen. Danke. Ja, ja. Standardspruch. Kommen sie gleich wie die Geier angerannt? Ah, der will was. Der will was kaufen. Okay, positive Bilanz. Ihr werdet außer Kraft gesetzt. Denn ich weiß, ich brauche euch nicht mehr. Die können von mir jetzt bleiben, wenn ich ehrlich bin. Wir haben eine positive Bilanz. Produzieren anscheinend Nahrung, Alkohol und Holz. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Dann haben wir immer schon einen Gegner weg. Ich hole hier mal Holz her. Das hier ist besonders toll. Richtig schön durchdacht manche Systeme hier. So, reparieren wir uns erstmal. Langsam, aber sicher kommen auch mit dem Stein hinterher. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Oh, wir haben schon 400 Bürger. Das heißt, es ist Zeit für die Kanonengießerei. Sobald wir natürlich genug Rohstoff und alles haben. Ein Schiff wurde repariert. Neuen Kurs. Setz die Vorsegel. So, hier kommen Stoff und Nahrung hinterher. Auch nur eine Frage der Zeit, bis das Probleme macht. Ich muss gestehen, Gewürze werden langsam auch problematisch. Aber wir haben ja genug Platz für Gewürze. Bloß wieder kein Geld. Ihr wisst natürlich, dass eine Kanonengießerei für mich eine immer relativ hohen Stellenwert hat. Ich lasse mal den Werkzeugeinkauf aus. Ich kann jetzt langsam anfangen, meine ganzen Schiffe richtig zu besetzen.
Ein Schiff wurde repariert. Ach so, ich habe mich gerade gewundert, hä, was macht er denn? Aber er hat doch seine Richtigkeit gehabt, er war beim Bergwerken. Ich kann mir nicht mal Weg leisten, ich bin so toll. So, jetzt kommt Holz rein. Ich mache mal ein Bauverbot erstmal. Dann kann ich mir langsam hier alles holen. Zu viel Korn. Okay, da holt sich wenigstens das Schlachtvieh, das ist gut. Dann kann ich mir die Insel langsam unter den Nagel reißen. So, Gewürze sollte ich gleich langsam aufhören zu verkaufen. Langsam. Kaum noch Siedler. Boah, mangels 8 Stein, okay. Ich könnte dann langsam anfangen mit Gold, wenn ich ehrlich bin, aber... Viele Siedlerhäuser gibt es nicht mehr. Ausbauen? Er baut sich nicht weiter aus. Kein Bedarf an Alkohol. Also. Wie zur Hölle deckt... Ach, der Tabak und Weintrauben hier. Okay, er deckt seinen Bedarf selber. Aber dass er mit der Nahrung hinkommt, wundert mich eigentlich, weil das schafft er normalerweise nie. Ich glaube, jetzt haben wir es langsam so weit geschafft, dass wir erstens genug Geld haben und zweitens haben wir jetzt auch genug Rohstoffe. Die Steinbrüche arbeiten auf Hochton. Das ist auch gut so. So wird's wenigstens was. Ja, es wird was. Komm, das kriegt er hin. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir unsere Versorgung der Bevölkerung im Griff haben. Das heißt, dass sämtliche Güter, die wir brauchen, vorhanden sind. Und mit genug Stein schaffen wir das auch. Ich glaube, ich mache mal gleich eine Verbindung mit dem Markt nach oben, weil ich glaube, der ist ein bisschen überfordert. Der einzelne Markt hier, mit alle Güter abzuholen. Deshalb hier eine Verbindung. Hier mehr Essen. So, Tabak, Gewürze und Alkohol.
Hier gibt es auf jeden Fall genug Stein, die brauchen nur ein bisschen Werkzeug drüben. Ankerlichten! Alles andere ist vorhanden. So, höher kommen wir wahrscheinlich mit Bürgern erstmal nicht. So, wir werden uns jetzt hier nach und nach voranbauen. Ihr dürft euch ausbauen. Aber nur, dass wir hier ein bisschen Geld rausholen noch. Es ist nicht schön erbaut, aber es wird funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Ach ja, hier gibt's ja Gewürze. Das könnte auch noch sehr wichtig werden. Ich sag, diese Gebäude hier, die sind einfach nicht notwendig. Haben wir irgendwo eine Schule stehen? Ich sehe sie gerade nicht, aber mir war so, als hätten die... Ne, sie brauchen beides, okay. Ah, Gewürze geht los, das ist schön. Ich habe plus 200. Mehr will man natürlich lieber. Okay. Plus 300. In die Wanten! Wir versorgen jetzt erstmal unsere Leute besser und dann kriegen wir den Rest auch schon hin. So wie immer. Komm schon, Geld. Ich hatte heute einen Termin mit unserer Anwältin und muss sagen, es war echt... Irgendwie war das anstrengend. Aber ich hatte das Gefühl, die hat keine Lust gehabt, was zu machen. Oh, er hat sich ausgebaut. Interessant. Ist immer so eine Sache, wenn du mit Anwälten... Ich will jetzt nicht an sich sagen, dass Anwälte anstrengend sind, aber die denken, glaube ich, schon ein bisschen anders als der Normalsterbliche. Was ich auch noch nie verstanden habe an Gesetzestexten. Warum müssen die so unnötig kompliziert geschrieben sein? Die sollen ja eigentlich dazu geschrieben sein, dass man sie nicht
nicht viel reininterpretieren kann, aber deswegen trotzdem schreiben sie da umständlich viel. Weiß ich, das scheint so eine Krankheit zu sein. Oh, wir haben fast ausgeglichen. Also, die umschreiben einfach immer viel zu viel und das macht es dann gerade erst möglich, dass man Sachen reininterpretieren kann. Machen wir es doch mal so. Jetzt habe ich gesehen, dass da ein paar gestorben sind. Ja, was habt ihr davon? Überlegt euch lieber zweimal zu mir zu ziehen. So. Ich muss auch gestehen, ich weiß noch nicht so genau, was ich von dieser Anwältin halten soll. Ich habe wirklich, ich gebe mir wirklich große Mühe, dass ich mich nicht von dem ganzen Gequatsche einlullen lasse, weil man muss sich ja immer selbst eine Meinung bilden. Aber ja, ich habe es dann auch mal auch mitgenommen, dass er mit meiner Kollegin was klärt, weil ich bin hochgerannt, habe mit ihr das nebenbei noch geredet, dann bin ich wieder runtergerannt. Zu der Kollegin hat das erklärt, dann bin ich wieder hochgerannt und dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt nicht stille Post, sondern nehme die einfach mal mit und lass die das beiden untereinander klären. Da hat sie auch nicht wirklich Lust drauf gehabt, habe ich das Gefühl gehabt. Ach ja, habe ich ja noch einen Holzfäller. Den vergaß ich. Nein, den vergaß ich, sondern den habe ich vergessen. Das war damit gemeint. Da kann ich jetzt erstmal schön ein bisschen Gold holen. Hier werden immer noch wunderbar Kanonen produziert. Als nächstes braucht man als nächstes sollten wir uns eigentlich um Kakao kümmern. Ja, wunderbar. Hat er eine Feuerwehr? Ernsthaft, das wird nicht getroffen? Das wird nicht getroffen. Aber das hier wird getroffen, was ganz weit weg ist. Natürlich. Ist ja logisch. Alles andere wäre ja komisch. Der bereitet sich auf Krieg vor. Scheint mehr zu werden, das ist gut. Ach ja. Minen sind relativ teuer. Allerdings mit dem Gold kann ich echt viel Geld rausschlagen. Allerdings will ich, dass die Aristokraten werden? Ja, eigentlich schon, wenn ich ehrlich bin. Weil dann hat er erst richtig Geldprobleme. Dann kriegt er Versorgungsprobleme. Das ganze Geld geht hierher, glaube ich.
Huch. Wir hatten jetzt auch vor kurzem unser Betriebsfest. Und, ihr wisst ja garantiert schon, dass ich tanze. Und ich habe mit der Kollegin getanzt. Oh Mist, ausgerechnet hier. Die hat den Goldstar im Tanzen. Es muss aber ein bisschen länger her gewesen sein, dass sie den gemacht hat. Das lief nicht gut. Für die, die nicht wissen, wie das abläuft, beim normalen Tanzen, wenn ihr jetzt nicht gerade Let's Dance schaut, wo von vornherein eine Choreografie klar ist, gibt der Mann über bestimmte Merkmale während des Tanzens das Symbol, was für eine Figur getanzt wird. Die Frau reagiert darauf, wenn es richtig läuft. Ach, es hat nicht so funktioniert. Das sieht sehr merkwürdig aus hier. Irgendwie ein abstruses Bild. So, wir brauchten noch ein bisschen Kakao, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine Kakaoinsel. Da hole ich mir jetzt Kakao her. Ganz angeklickt weiter. Um jedenfalls aufs Tanz zuzukommen, während des Tanzens läuft es eigentlich so ab, der Mann führt, er sollte führen, gibt entsprechende quasi Anweisungen über Armbewegungen und Drücken und Ziehen und je nachdem. Ja, wie gesagt, Frau reagiert und das sieht dann auch, wenn beides richtig können, sieht das auch gut aus. Wenn es nur einer von beiden kann, oder, ja, dann sieht's komisch aus. Der Mann, die Frau hat den Nachteil, sie muss reagieren auf das, was der Mann macht. Der Mann hat den Nachteil, er muss, überlegen, während des Tanzens, was mache ich als nächstes. Und das kann zum Beispiel bei dem Disco Fox, beim Schnell-Disco Fox, relativ kompliziert werden. Aber wenn man das kann, dann kann man's. Da macht es auch Spaß. Wenn man Sachen, normalerweise ist immer so, wenn man Sachen kann, dann machen die für gewöhnlich mehr Spaß. Zumindest auf Dauer. War auch sehr faszinierend, das Fest ging noch nicht mal 2 Stunden, da war schon die erste besoffen. Hat mir nämlich einen Teller aus der Hand geschlagen, unbewusst, und da hat es nicht mal mitgekriegt, dass sie es gemacht hat. Oder war es einfach egal, was dann. Aber blöd wäre. Aye, aye, Captain. Eine meiner Kolleginnen hat auch eindeutig zu viel getrunken gehabt. Die ist nämlich nächsten Tag mit Kater auf die Arbeit gekommen. Also die hat den Kater nicht mitgebracht, die hat nämlich keinen. Sondern ihr ging es dementsprechend schlecht. Warum kann ich dem hier nichts verkaufen? Nur noch Gewürze. Die hat auch versucht mit mir zu tanzen. Sie hieß, sie kann den Disco Fox gut. Konnte sie nicht. Sie kann ihn nicht tanzen. Das hat man auch sofort gemerkt, dass es gar nicht kann. Verkaufen alles, egal dass sie jetzt ein bisschen Mangel haben. Haben garantiert eh schon wieder eine Tonne. Ja. Wenn es läuft, läuft's.
Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass wir demnächst die große Kirche bauen. Dann kann ich die Kapellen mir schon mal abreißen und dann das Badehaus. Und dann kann ich dafür sorgen, dass sie es ausbauen. Aber wenn ich mich recht entsinne, waren die Dinger sehr, sehr teuer. Ja, wohnt nur eine einzige Person in den Dingern. Es fehlt nur noch ein Badehaus. Kann ich hier nicht irgendwas verkaufen? Ich kann ihm wirklich nur Gewürze verkaufen. Ich könnte von hier oben welche holen, davon, da gibt's ja genug. Das machen wir mal aus. Und da hole ich hier sämtliche Gewürze jetzt raus. Tonnen Gewürze, das bringt ordentlich Geld. Kann ich das Badehaus bauen und dann können die sich ausbauen.